Boah, da reagiere ich ja so empfindlich drauf. Ich habe gerade eine Partie spielen lassen, da war das so widerlich. Achso, ich habe gar nicht Hallo und Willkommen gesagt. Hallo und Willkommen zu Super Expert gegen Mephisto Teil 3. Ich habe gerade schon mal ein Video gemacht, da war das zwischenzeitlich wird das immer schlimmer. Dann habe ich hier quasi rübergegriffen zum Mephisto, habe die Züge übertragen und dann war das so. Als wenn jetzt hier nichts wäre und dann war 5 Sekunden später war da die Hand hier, wie gefühlt 5 Frames pro Minute. Da reagiere ich ja äußerst empfindlich drauf. Das muss nicht sein. Der muss sich keinen Frame-Orgasmus machen hier. Aber so lahm muss es auch nicht sein. Ab und zu habe ich aber auch das Gefühl, ja, als ob er irgendwelche Updates im Hintergrund macht. Apropos Updates. Im Forum war jetzt zu lesen von Schachforum. F4, Thomas, F4. C5? Da kann doch nicht aus dem Buch sein. Ach, Mephisto ist dran. C5. Springer F3. Ich mache übrigens die Züge, die führe ich als erstes eben auf diesem Brett hier aus. Das ist sicherer. C1, E3. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt sehr lange erstmal Theorie ist. So, kröch dir einen zurecht. Läufer C5. D1, D2. Immer noch Buch. Rochade. Das hat nämlich den Grund, wenn ich hier auf diesem Brett Crap eingebe, dann ist das leichter zu handeln, als wenn ich auf dem Crap eingebe. Nein, doch nicht, erst doch noch. So, Läufer E2. Wenn meinetwegen D4 schlägt E5 gezogen werden soll und ich ziehe, weil ich wieder am Schlafen bin, E5 schlägt D4. Dann auf die, wenn ich das auf dem Brett aber zuerst ausführe, dann hat das keine Auswirkung. Das heißt, er macht eine Errormeldung, dann kann ich den Zug korrigieren. Wenn ich das auf den aber ausführe, der hat keine Korrekturfiguren hier am Rand. Ich kann also dann nur den schwarzen Bauern stehen lassen und dann, obwohl es ein weißer ist, und dann nach dem nächsten Zug wird das wieder ausgeglichen. Und deswegen führe ich erst auf dem die Figuren aus, die Züge aus. Da stand in so einem Verzeichnis, muss man nachgucken und dann würde das Brett unterstützen. Macht er die Updates von alleine, dieser Emulator, oder muss man dann immer die neueste Version runterladen? C5 schlägt D4. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hier raus. Ich habe hier nicht die größte Ahnung von der Theorie. Aber man sieht ja, das ist zumindest das. Das Video ist noch ziemlich normal. Das war schrecklich. Ich muss mich wirklich angewöhnen, bevor ich die Aufnahme anfange, Videobild nochmal weg, also ausschalten und nochmal einschalten, dann ist das wohl besser. Also, wenn ich so machen. So werden dann die Videos. E3 schlägt D4. Das kann ich nicht ertragen. Da kann ich nicht sagen, egal, dann muss das korrigiert werden. Aber mal zur Partie. Wir haben hier Französisch. Da haben wir Mephisto hat Französisch gespielt. Interessant wird es sein, inwieweit die Programme. Quasi inwieweit das Spiel, was in der Eröffnung erforderlich ist, dem Stil oder dem schachlichen Verständnis des Computers entspricht. Hier F6 zum Beispiel, das ist, glaube ich, das habe ich schon öfter gesehen, F6. Ich meine, F6 wäre hier wohl ja, der normale Plan. Von der Seite quasi das Bauernzentrum aufzuhebeln. Jetzt darf weiß natürlich, dass ich zulasse, dass das einfach aufgehebelt wird.
man sieht halt manchmal, dass die Computer keine Ahnung haben. Das war wie in der zweiten Partie mit Preußisch. Also E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Springer F6, Springer G5. Da hat man gesehen, dass der Mephisto keine Ahnung mit Weiß hatte. Wenn Computer noch nicht mal zur Rochade kommt und dann vorher schon ja, die Dame geben muss für zwei Figuren, dann zeigt das nicht vom großen Verständnis der Stellung. Das heißt, das war wohl immer so ein Drahtseilakt. Was mache ich jetzt? Mache ich nur Eröffnungen, die dem Gerät liegen? Deswegen gab es ja später auch diese Spezialbibliotheken drin. Deswegen gab es ja Turnierbibliothek und sowas. Das hat er ja noch nicht. Also gehe ich auf die Breite, mache möglichst viele Eröffnungen, gehe aber das Risiko ein, dass der Computer nicht so viel Ahnung hat von den eventuell von den Eröffnungen, die drin vorkommen. Also um nicht zu langweilig zu sein in der Partie, in der Eröffnung. E5 schlägt F6. So. Oder mache ich nur das, was ihm liegt? Deswegen gibt es also viele Bibliotheken. Der Porteros, meine ich, zumindest der Lyon, war Porteros, ich meine, Porteros war vor Lyon. Der Lyon zum Beispiel hat ja verschiedene Eröffnungsbibliotheken, auf jeden Fall der Vancouver, mit Mensch-Bibliothek, Gambit-Bibliothek, Turnier-Bibliothek und all sowas. Da kann man das schon machen, aber bei ihm geht das nicht, dass ich meinetwegen zumindest zwei Bibliotheken habe. Einmal die Turnierbibliothek und einmal die wenn ich das nicht mache. Oder kann man, hat man das hier, man kann ja machen, Zufall. Obwohl Zufall wäre ja nochmal das Umgekehrte, dann spielt da wirklich alles. Zufall ist eigentlich ganz gut, wenn man weiß, er spielt in gewissen Eröffnungen nicht so gut. Meinetwegen im spanischen Vier-Springer-Spiel. Da spielt er doch äußerst schwach. Da hatte ich letztens erst eine Partie gegen ein Programm. Der hat das erheblich besser gespielt. Naja, es gibt jetzt nicht viel Unterschied hier F7 Schach. Jetzt kommt Turm F7 schlägt. Das sieht mir aus, als hätte er den Zwischenzug als Prinzip eingeführt. Oder eingefügt. Was sagt er denn? Da schreibt er denn F8, F7, 0,25. Mich würde mal interessieren, ob es Leute gibt. Geht das überhaupt? Könnte man eigentlich, wenn man Ahnung davon hat, vielleicht gibt es da so Experten, die quasi beim HG550 diesen Chip rausnehmen würden und dann per EEPROM-Brenner oder wie eine größere Öffnungsbibliothek machen würden? D2, D4. B6, achso. Okay, however. Will der Springer C5 spielen? Ich weiß, geistig schon vor Turm F7 schlägt. Ja, vielleicht Läufer B7. Springer C5. E5, wäre das so abwegig gewesen, E5? Dann E5 schlägt. Aber was könnte dann kommen? Mit der Idee, die Linie zu offen zu haben. Dame Schach jetzt. Ja, keine Ahnung, vielleicht hätte man die Rochade verhindern können. Vielleicht liegt das einfach daran, dass ich damals nur Mephistos hatte, dass ich deswegen Mephistos am schönsten finde. Vielleicht wäre es ja gewesen, falls ich damals meinetwegen Novak-Geräte nur gehabt hätte, vielleicht würden mir dann die Novak-Geräte mehr gefallen. Aber irgendwie macht das einen logischeren Aufbau hier. Oder Eindruck. Dieses modulare System. Das heißt, bei einem E1, C1, große Rochade. D8, C7. So ganz schlüssig ist mir dieser B6 nicht.
Weil jetzt bei der großen Rochade muss ja sowieso irgendwie, vielleicht hätte man mit B5 auch gleich den Bauern geben können, obwohl da wusste er noch nicht, dass groß rochiert wird. Auf jeden Fall wird es eine sehr interessante Partie mit den verschiedenen Rochaden. Ich habe allerdings so die Erfahrung gemacht, dass die Computer nicht die größten Helden darin sind, jetzt Angriffe zu kreieren aus solchen Sachen. Und wenn ich meinetwegen den Super Constellation, ich weiß gar nicht, haben die Module? Sind die modular aufrüstbar? Meinetwegen denn, könnte ich meinetwegen in so einen Super-Expert hier, wenn ich den Super-Expert A hätte, ein Modul rausnehmen und reintun, das Super-Expert B-Modul reintun, dass ich den quasi da aufrüste? Dame F4 schlägt. Warum geht das jetzt nicht? Das muss einen Grund haben, dass der Springer B5 zieht. Dame C7, F4, Dame F4, Turm F4. Was kommt dann? Was will er denn machen? C7, C5, er will den Baum gar nicht schlagen. Ich meine, nach meinem Verständnis hängt doch F4 oder etwa nicht. No Capito. Vielleicht kommt auch C4. Oder kommt der Turm F8, wenn man wegen C4 schlägt? Ja gut, kann sein, dass C4 da der Zug dann ist, der Zug der Stunde. C7, B8. Okay. Passiver geht's kaum. Kann ja sein, dass man das hier auch austauschen kann oder dass man auch dieses Teil rausnehmen kann. Das Display, dass wenn das Display kaputt gehen würde. Ich weiß es ja, ich hatte den ja nie. Dass man dann das Teil hier rausnehmen kann. Also nur dieses Display-Teil hier und dann austauschen kann. Aber beim diesen Kunststoffgeräten bin ich mir da nicht so sicher, ob das da gehen würde. Das heißt, beim Supermondial könnte ich auch nicht einfach auf so einfache Art und Weise das austauschen, wenn ich das so ansehe. Hier mache ich, wenn das Display-Modul meinetwegen defekt wäre, dann würde ich entweder auf eBay, habe ich schon mal gesehen, oder ich würde einfach aus dem MM2 das Display-Modul rausnehmen und das hier reinmachen. Das ließe sich schon einfacher machen. Ich habe es bis heute immer noch nicht ausprobiert. Irgendwas mir hindert mich wohl daran, ob das HG550 am MM4 auch geht. Weil das ja der MM5 ist ja nur durch EEPROM-Tausch, das ist ja hier drauf steht Modul MM4, das ist aber durch EEPROM-Tausch aufgerüstet worden auf den MM5. Und so kann man manche auch das HG440 auf HG550 aufrüsten. Ob das sich auch ginge hier, das HG440 am MM5, jetzt nur mal aus Prinzip mal, ob das wohl geht. Das ist ja wirklich eine merkwürdige Stelle. Dame B8. Erscheint mir ein bisschen passiv. Außerdem nimmt die Dame dem Turm das Feld weg. Und dann A6, B5. Ich bin mal gespannt, ob der überhaupt in der Lage ist, einen Angriff zu spielen. Andererseits steht, ja, schwarz, weiß muss ja erstmal den Bauern decken. Es rot, der Turm schlägt F4. Das würde durch G3 zum Beispiel gehen. Ja, schade, dass er nicht zu F5 kommt. Aber F5, Turm schlägt, Läufer G4, Turm F6. Dann sehe ich da nicht die große Drohung. Wenn G4 schon geschehen wäre, dann könnte man über F5 nachdenken, mit Dame D5 schlägt. Oder kommt der Läufer B7, aber das sind ja alles hier Sachen, die gar nicht gehen. Er rechnet mit H1, F1. Also, dass der Turm das deckt. Ich glaube, das ist sowieso sehr schwierig, was jetzt ein Computer so machen will. Was will er spielen? Turm DF1, Turm HG1, G4, H4 und dann die Bauernwalze kommen lassen? H1, F1. A7, A6. Genau. Teilweise ist interessant, wie sehr der Mephisto mit den Zügen des Super-Expert rechnet. Ich meine, ich habe letztens gelesen, sein Super-Expert ist von 88, der ist ungefähr von 90, also auch 5 MHz, also das müsste ungefähr passen.
Ich will den jetzt nicht auf 10 MHz spielen lassen. Da könnt ihr auch gleich einen Emulator nehmen vom MM5 auf 10 MHz. Dass der Witz ist für mich ja daran, dass ich dann meinen eigenen MM5 spielen lasse dagegen. Ich muss heute ein bisschen mit dem Fahrrad fahren. Ich werde mir wieder zu fett. Ist so schönes Wetter. Da fahre ich mit dem Rad zur Bank. Kontoauszüge ziehen lassen und mal ein bisschen gucken, was so drauf ist. Dann brauche ich auch noch Küchenrollen. Letztens war ich einkaufen und meine, das wären Küchenrollen, da war das Toilettenpapier. Da habe ich nochmal Toilettenpapier gekauft. B6, B5, ja gut, da muss jetzt auch was folgen. Was leider nicht geht, ist dann sofort hier wieder Springer B6, C4. Und dann A5, B4. Sowas in der Art. Da habe ich noch einen geschickt gefragt, eine Frau. Ist das Toilettenpapier? Was antwortet Lippo? Nein, das sind Küchenrollen. Oh Mann. Man sollte auch beim ganzen Einkauf die Brille aufhaben. Mal sehen, es fehlt mir Küchenrolle. Sag ich eine Küchenrolle noch und dann ist Ende. Deswegen gleich, wenn ich mal fahre und dann mal gleichzeitig gucken, ob ich irgendwo Küchenrollen bekomme. Ich hoffe mal, dass das sich irgendwann wieder normalisiert in diesem scheiß Corona-Müll. Diese Pakete, die man sich bestellt. Ich habe jetzt ein Spiel für die PS4 bestellt. Ich glaube, Subnautica heißt das. Das ist irgendwie so ein Unterwasserspiel. Das hatte einer, da bin ich drauf gekommen, weil das hatte einer in der Liste. Der Rocket Beans war das, was ich geguckt habe. Und der meinte, das Spiel, was er am längsten gespielt hätte, wäre Subnautica gewesen. Das kannte ich gar nicht hier. Das ist der Film. Das hatte ich gar nicht auf dem Plan, das Spiel. Und dieses komische. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt weiterspiele, dieses Squeegees oder wie das heißt. Boah, ist ja so abnervend hinterher das Spiel. Da muss man sich ständig in die Kamera reindrehen, weil das ist ja keine 360-Grad-Erfassung. Dann habe ich die auf dem Bildschirm stehen, die Kamera. Wenn ich also zu tief komme mit der Hand, dann mit diesem Teil, dann wird es auch wieder nicht erkannt. Und dann dieses komische Puste-Saug-Murmelspiel. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. Wenn jetzt hier, keine Ahnung, 5.000 Aufrufe wären pro Video, dann würde ich das ja von diesen Squeegee-Gedöns, dann würde ich das ja machen. Das hatte mich schon gewundert, dass die erste Welt abzuschließen, die ersten 20 Level, da waren schon nur noch 3%, die das überhaupt gemacht haben. Also man sieht ja bei den Trophäen, wie viele haben das gemacht und da waren nur 3%. Und dann, ich weiß nicht, wie weit die das noch machen, dann spiele ich lieber Subnautica. Statt dem. Das hatte mich halt an Spin DC erinnert, aber ich meine, ich hatte das für ein C64 Spin DC. Das ließ sich für ein C64, zumindest für den ich hatte, diese zweite, also nicht den Brotkasten, sondern der danach kam, da war nämlich auch eine Maus dabei. Und da ließ sich Spin DC, ließ sich sehr gut mit der Maus bedienen. Obwohl ich dann sehr, sehr, sehr bald danach darauf auch den Amiga hatte. Den Amiga 500. Ich hatte ja auch so eine Emulatoren-CD, da waren einmal, Mann, eben so C64-Spiele, die besten C64-Spiele. Da hat mich keins hinterm Ofen davor gelockt, die waren alle so mäßig. Ich glaube, diese Turrican wäre noch dabei, aber Turrican lief da ohne Musik. Obwohl, das war immer noch besser als diese Best of hier mit Anführungszeichen Amiga. Die Spiele kannte ich fast alle gar nicht, war alles Gerümpel. Vor allem, was mich auch davon abschrecken würde, den C64 nochmal zu holen, das sind diese unfassbar langen Ladezeiten. Das ist ja teilweise 5 Minuten oder was. Ich hatte den zweites Mal dann nochmal den C64, habe den dann später auch wieder verkauft.
Du schließt den C64 an dem Fernseher an und legst die CD rein, Diskette rein in das Laufwerk und dann meinst du, das Ding ist kaputt. So unfassbar langsam ist die Ladezeit. Ich meine, für damalige Verhältnisse war das Laufwerk schon sehr langsam. Und jetzt nur für eine Handvoll Schachprogramme sich den C64 holen. Ich hatte auch Schachprogramme, Colossus meine ich hatte ich dafür und Kyros hatte ich dafür. Und ich weiß gar nicht, was ich. Auf jeden Fall hatte ich auch für den C64 ein paar Schachprogramme oder für den CPC 464. Für den Amiga, ich war nie ein Fan von Battle Chess. Das war wirklich nur Augen, war so ein Grafikblender. Das war diese. Ich hab da nichts von. Das bringt mir nichts, wenn da Figuren auf dem Brett rumlaufen, die sich da abmetzeln. Der Grafik wegen. Deswegen war ich nie so ein Fan und die Spielstärke war eher mittelmäßig, wahrscheinlich eher noch weniger. Was will er denn hier machen? A6, A5. Ich komme. Naja, jetzt wo jetzt der Läufer nicht mehr nach B5 guckt. Ich weiß doch gar nicht, was Weiß hier vorhat. Ich hätte ja eher gedacht, er will jetzt Gas geben. Meinetwegen G4, H4. Und dann irgendwie vielleicht will er das auch drohen. G4, F5, dann GF, GF. Und falls er nochmal schlägt, Läufer D5 schlägt, dass da D5 aufs Korn genommen wird. B5, B4. Ja, es hätte natürlich den Nachteil, dass der Springer nach A4 kommt. Er meint wohl, die Zeit läuft ihn davon. Tempus fugit. Er hat keine Zeit für A5, A4, B4. Es kommt doch einfach Springer A4. Was rechnet damit fürs Duell? Ich rechne mit Springer E2. Natürlich. Also wenn, dann würde ich doch eher sagen, gut, Springer A4, Läufer D7. Und dann B3, Läufer A4, Bauer A4. Also kann den Block ja sowieso nicht aufrechterhalten. Dann könnte ein Turm nach C3 reinkommen. Nein, nach C3 vielleicht nicht. Egal. Genau, Springer A4. Nix mit Springer E2. Aber Wunschdenken. Die Bauern müssen natürlich geblockt werden. Wenn jetzt Springer E2 kommt, da kommt A5. Und was will er dann machen? Als nächstes kommt A4. Und dann kommt B3 und auf... Aber das wäre eh nicht gekommen. Also Springer A4 wegen Blockade. Und jetzt Läufer A4, würde ich mal sagen. Und greift ihn an. Und wenn Springer C5... Ja, das Problem ist halt, dass dieser Punkt hier eventuell schwach wird, obwohl momentan eigentlich nicht mehr, der Springer ist noch drauf. Läufer D7, Springer A5, Springer C5, A5, dann keine Ahnung, dann A4, nimmst B3, auf A3 kommt C3, schlägt und auf schlägt A6, A5. Na ja, zumindest... spielt der Mephisto die Bauern vor. Ich glaube, das kommt darauf an, was mit D5 passiert. Wenn jetzt G4 kommt und dann F5, GF5 schlägt, GF und dann... Weiß müsste es irgendwie schaffen, diesen Bauern abzulenken. Dann könnte er auf D5 schlagen und selbst dann gegen im Notfall immer noch Springer schlägt und Dame schlägt. Also ein Qualitätsgewinn wäre das auch nicht. Was meint er denn hier? Lippo, ich meine nichts. Springer B6. Ja, den Läufer könnte er eigentlich ruhig haben. Ist doch egal. Springer schlägt C8, Dame schlägt C8. Turm A6, Springer C8, Dame C8. Wichtig ist, dass der Springer noch drauf ist. Das, ja, F5 geht ja momentan sowieso nicht. Wegen G schlägt. Da müsste ja schon G4 kommen, dann F5. Aber interessant finde ich, dass der Supervater zumindest groß rochiert hat. Ich fand das damals immer so enttäuschend, wenn ich Sizilianisch-Drachen-Variante gespielt habe und die Gegner haben dann klein rochiert mit Weiß. Das fand ich immer ein bisschen enttäuschend. Gibt's ja auch, dann spielen Läufer E2 und dann kleine Rochade. Turm A6. Ich greife ihn ihren Sprenger an, weil ich das hier so spitze kann.
Genau, Springer C8 schlägt. Wie gesagt, immer erst hier ausführen. Damit C8. Ich mache die Züge erst immer hier drauf, weil wenn ich dann falsche Züge ausführe, dann ist das nicht so dramatisch. Dann macht er Error und dann lässt sich das leicht beheben. Wenn ich darauf aber falsche Züge ausführe, dann kann das passieren, dass ich plötzlich statt einer weißen Figur eine schwarze Figur auf dem Feld habe oder umgekehrt. Und dann habe ich keine Korrekturfiguren hier am Rand. Zumindest wüsste ich das nicht. Ich wollte gestern echt mal ausprobieren, wie die Bedienung geht. Wenn ich auf Sound hier drauf gehe, dann ist Sound. Ob ich dann erstmal auf Option, war hier irgendwo Option? Meine Güte. Turm E1. F1, E1, okay. Der ist ja noch genug gedeckt. Also Turm schlägt, wäre natürlich totaler Stoß. Dame schlägt und dann droht hier doch sowieso nichts. Also A4 und dann natürlich nicht A3 wegen B3, sondern B3. Was soll er denn ziehen? Lippo ist neugierig. A6, C6. Droht erstmal Turm schlägt D2. Dann meint er, kommt Turm D2. Worauf dann C8, F8 kommt. Ja, das ist natürlich ein Spitzenzug im Sinne des, keine Ahnung, bestimmt nicht des Angriffs. Turm C6. Oh, Turm D2. Erstaunlich oft, die Trefferquote von Mephisto ist erstaunlich. Das heißt, das kommt sehr oft vor, dass er den, dass der Superforte den Zug macht, mit dem, den er auch im Display stehen hat, als Gegenzug. Also zumindest für diese Videos, das wäre mir doch etwas zu holprig. Wenn ich dann noch ein DGT-Brett daneben stellen würde, das würde ich dann wohl eher nicht machen. Ich finde das auch viel übersichtlicher, wenn man einmal das Brett hier hat und dann aber noch immer noch das quasi Demo-Brett-mäßig das vom Superforte, das Brett hier. Das finde ich dann ein bisschen schöner. Das ist quasi hier, damit man sieht, da ist ein Schachcomputer, der steht hier, der spielt dagegen. Sonst könnte ich natürlich auch machen hier, den MM5 10 MHz spielen lassen gegen Superforte 10 MHz. Oder ich würde die beschleunigt spielen lassen auf 200%. Dann könnte ich auch eine Stunde spielen lassen, weil die Zeit läuft ja schneller ab. Oder so. Mal gucken. C6, C4. Er rechnet mit Dame B6 und möchte dann F7, E7 spielen. Ja gut, der Baum muss ja dann gedeckt werden. Und bewertet sich Dame E5. Der erste Zug war dann doch was anderes. Ja gut, er greift ja auch den Bauern an. Jetzt muss er diesen Bauern decken. Ja, Turm C7 ist heute der Dame schlägt Schach. Also da müsste der König nicht im Schach stehen mit der Idee, Turm schlägt Schach. Das Leben ist ja kein Wunschkonzert. C4, C6. Jetzt wäre interessant, ob nach Dame D4, wenn auf Dame D4 Turm C4 kommt, dann wird das wohl Remis werden. Weil dann kommt ja, dann ist ja wieder die gleiche Stellung auf dem Brett. Mit dem gleichen Ergebnis der Berechnung. Also wieder Dame E5, Turm C6. Ich muss unbedingt mal gucken, wie ich bei ihm, also ich zeige es auf ihn hier, wie ich da auf Info komme. Das will ich jetzt nicht während der Partie machen. Was ich auch gar nicht sehe, ist hier Option. Suche und suche und suche. Flip Display, Time Control. Oder ist das Flip Display? Kann ja auch nicht sein. Sonst würde ich sagen, Option und Info müsste man drücken.
Das Gambit-Buck lasse ich mal außen vor bei so einem Wettkampf hier. Das ist wohl eher eine Spaßbibliothek. Jetzt gehen den MM5 mit Gambit-Buck spielen lassen. Ich weiß nicht, ob das das Wahre wäre. G2, G4. Dame F8, okay. A4. Ja, die Dame deckt das ja noch. A4, B3, das könnte jetzt kommen. Wer meint er denn? Springer G5? E5, G5, Dame G5, A5, A4, F4, F5, Turm F6, Springer E8. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, inwieweit hier beim Novak die Sachen austauschbar sind, weil das sieht ja so aus, als wäre das hier ein, als würde das keine Einheit bilden mit dem Rest hier, dass man das, dieses quadratische Teil oder rechteckige Teile vom Display, dass man das rausnehmen könnte, theoretisch, um es mal auszutauschen. Dame E2. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein kleines Modul wäre, was man bei dem Superforte wohl irgendwie rauszieht und dann meinetwegen Superforte A und dann meinetwegen jetzt in Superforte C und steckt ein Modul wieder rein mit Superforte C. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Module austauschbar sind. Hier wird es halt mit der Brechstange gezeigt. Die kann man sofort vor, hier, guck mal, raus, rein, Module austauschbar. Das ist ja bei dem ist ja sogar im Inneren hier so ein Slot. Fürs, ich meine, HG170 müsste das sein. Beim MM1. HG240 kann es das sein, dass das schon wieder hier für vorne hinkommt oder 220 oder wie auch immer das heißt, dass das dann wieder wie sowas hier ist. F6 D7. Nike D7, wie Engländer sagen. Muss das immer so einen komischen Akzent hier an Tag legen, wenn man sowas sagt. F8 H6 irgendwie verhaspelt der sich wohl jetzt hier. So gucken wir es zumindest vor. Am besten noch Dame H6, G5, Dame H4 schlägt. Da könnte man da sofort in den Mülleimer schmeißen, das Gerät. Na gut, ganz so drastisch auch nicht. Weil da kommt Turm A1. Ja gut, es sieht gefährlich aus, aber H7 ist ja gedeckt. Man weiß ja nie bei der Fressgier der Geräte. Ein Bauer ist ein Bauer, denn ein Bauer ist ein Bauer. F8, H6, okay. Machen Sie es so. Im Moment habe ich wieder Netflix. Ich finde das gar nicht so schlecht. Da braucht man sich die Filme alle nicht kaufen. Man guckt einfach die Filme. Das ist hier. Ich habe die Regale voll mit Blu-rays und DVDs. Aber wenn ich mal ehrlich bin, wann macht man das mal, dass man so einen Film nochmal guckt? Das ist wirklich. Kommt ganz selten, kommt das mal vor. Ich habe jetzt Herr der Ringe, die Extended Edition, die drei Teile nochmal geguckt gehabt. Aber sonst ist das eigentlich eher selten, dass man das macht. Das Problem ist natürlich bei Netflix und so, die haben ja nicht immer alle Filme. Was bei Netflix zum Beispiel nicht ist, das hatte mich überrascht. Diese alten Serien wie Straßen von San Francisco und Kojak und was da alles so ist, das ist die gar nicht, oder Knight Rider oder MacGyver, dass man die auf Netflix nicht gucken kann. Das hatte mich gewundert. H6, F4. Wie gesagt, ein Bauer ist ein Bauer, denn ein Bauer ist ein Bauer. Und jetzt ist erstmal. So, mal gucken. Weckos.
H7 schlägt G6. Läufer G2, ich wollte doch erstmal auf dem Zugbrett hier ausführen, falls ich irgendwelchen Cramp eingebe. Das Problem wäre ja schon da, im Prinzip, wenn ich hier auf dem Emulatorbrett einen falschen Zug ausführen würde, da hätte ich schon ein Problem. Ich müsste wirklich mal da reingucken hier, wie man Züge zurücknimmt und solche Dinge alles. Was meint er denn jetzt hier? D7, F6 mit 0,46. Das heißt, er rechnet natürlich jetzt den Bauern stark an. Na, Schwarz-Weiß müsste jetzt erstmal schaffen, eine Batterie auf der H-Linie zu etablieren. Das ist ja schon schwierig. Also, da müsste Turm H1 kommen, da müsste erst der Läufer noch weg, da müsste Dame H2 kommen. Und kein Schachcomputer lässt sich unter normalen Umständen einzügig auf H8 mattieren. Dann würde also König F8 oder irgendwas kommen, dann würde da eh nichts drohen. Es sei denn natürlich, das ist ein Schachcomputer aus der Steinzeit. Deswegen bin ich auch nicht so der Fan von zu alten Schachcomputern. Ich habe diesen MK3 und wenn die schon keine Eröffnungsbibliothek haben, die rechnen im ersten Zug, fangen die an zu rechnen, dann bringt das schon nichts. Das ist, als würde man Schach lernen und könnte keinen einzigen Eröffnungszug. Dann hätte man auch ja schlechte Karten. Oder man wäre ein Supergenie und könnte die Öffnung am Brett errechnen. Dann ist er da gekommen, der Lippo ist so neugierig. Jetzt haben wir wieder die Nummer reinjodeln, als wäre das hier das Safe von Hogwarts. E2, E3. Wollen Sie die Damen tauschen? Ja, gibt noch einen Bauern. Theoretisch gibt er ja den Bauern. Was ist denn hier los? G5, E3. Auf der anderen Seite ist das für mich irgendwie... König G7. Ja, ist für mich ein bisschen merkwürdig, dass er erst... quasi den Bauern zu opfern scheint zumindest so, und dann aber auch postwendend den Damentausch anbietet. Das ist ein bisschen merkwürdig, finde ich. Jetzt hat er natürlich den Bauern weniger. Die Frage ist nur, inwieweit können die Zentralbauern sich überhaupt durchschieben? Er müsste vielleicht irgendwie D4 durchdrücken, um dann E5 zu ziehen. Erstens ist natürlich die Diagonale da mit dem Turm, der dann fallen würde. Zweitens ist D4 sowieso noch nicht möglich, also vielleicht Turm D6, D4, D2, E2, Springer C5.
Ich könnte mir vorstellen, wenn einer den Superpforte hatte, wird er zu ausführen. Also wenn einer das Gerät gehabt hätte, dass der den, also damals, dass der den, ist jetzt so rum, jetzt auch ein Delay, dass der das wohl schöner finden würde als den Modular, als den Exklusiv. Vielleicht gewöhnt man sich an die Tasten. Mir sieht es doch ein bisschen sehr, sehr. Das Problem ist, was er ja auch hier hat. Turm F4. Ja, Turm F6 natürlich nicht, wegen einfach hier wegen G5. Und dann fällt da sowieso ein Turm E7 natürlich nicht wegen Läufer schlägt D5. Wegen der Festlung. Ja, der Vorteil vom Exklusiv ist natürlich, meinetwegen, wenn du auf Level 3 spielst, die gemütliche Partie, dann schiebst du die Schublade rein und nichts ist von der Elektronik zu sehen. Und hier ist, was willst du machen? Ein Tuch drauflegen? Das kannst du ja nicht verdecken. Hier ist, ja, das sieht auch zumindest nicht so aus, als würde es eine Klappe geben oder irgendwas, was da eine Abdeckung, dass man das abdecken könnte. So ungefähr wie beim Renaissance. Beim Renaissance gibt es so eine Klappe, die machst du vorne dran und dann klappst du die zu und dann siehst du davon auch nichts. Und dass es davon vielleicht sowas gäbe, so ein Holzteil, so ein dünnes, dass du das quasi drauflegst auf diese Tasten hier. Und dass das auch im Holzdesign wäre, dass man das dann auch nicht sieht. Also hier so. So eine Holzabdeckung. Keine Ahnung, vielleicht gibt es das ja. Glaube ich zwar nicht, aber. Ich wüsste das jetzt nicht. A5, A4, 1,02. Er rechnet sich noch den ganzen Bauern. Na ja gut, er ist ja jetzt gedeckt, ganz klar, durch einen Springer. Ist ja auch mehr Bauer. Ist aber nicht gesagt, dass das jetzt gewonnen ist, deswegen. Da müssten ja quasi alle Figuren vom Brett verschwinden und dann wäre es wahrscheinlich am ehesten noch gewonnen. Vielleicht ist das einfach, weil ich das ja nur so kenne. Mein allererster Schachcomputer, den ich jemals hatte, war so ein Modular hier, aber mit MM1. Also da stand da überhaupt was drauf hier? Diese ganzen LEDs, die hier oben sind, die waren da ja nicht. Und auch hier, das sah so ungefähr aus wie so ein Delles-Modul von der Optik her beim MM1. Das war der Mephisto 3 Brikett im Modulargehäuse. So ungefähr wie der Mephisto 2 im Mirage-Modul drin ist. Deswegen könnt ihr mir vorstellen, deswegen ist auch hier, deswegen kann man beim Mirage auch das Brett nicht drehen. Weil das wäre bei diesem MM2-Brikett ja vollkommen ad absurdum gewesen wäre. Was willst du denn da drehen? Deswegen hatte der Brikett ja diese Brettdrehfunktion nicht und weil das MM2-Brikett-Teil im Mirage reingebaut wurde, deswegen wahrscheinlich auch diese Einheit aus Spielmodul und diesem Display, was hier oben dran ist. Das ist ja auch ungefähr, das kommt mir so ein bisschen vor, als wäre eine Platine übrig gewesen von Mephisto 2. Deswegen werden die in den Mirage eingebaut worden. Also der MM1 war mein erster, der Modular. Und da kam später der Exklusiv dazu. Vielleicht ist deswegen, dass ich mehr so eine. Das ist mehr so. Ja. Ja, wie manche, die wohl ja, nostalgische Erinnerungen an alte Konsolen haben. Bei mir ist komischerweise, ich hatte doch auch den NES damals und das Super Nintendo. Und trotzdem habe ich nicht dieses Flair. Das ist für mich was vollkommen anderes, ob ich jetzt so einen Schachcomputer hier habe oder altes NES. Ja gut, das alte NES habe ich im Staplerkarton im Keller. Ich habe auch diese NES Mini. Aber da hat dieses Flair. Ist da was ein ganz anderes? Das kommt da nicht so rüber bei diesen Spielekonsolen. Das war ja damals war ja auch eine ganz andere Zeit. Du konntest ja nicht ins Internet gehen und Internetschach spielen, zum Beispiel. Das heißt, wenn du keinen Spieler zur Hand hattest und wolltest ein bisschen, oder wolltest ein bisschen blitzen, einfach mal. Das ist ja was ganz anderes, ob ich gegen so einen Schachcomputer blitz oder ob ich gegen den normalen Gegner blitz. Ich kann ihm natürlich nicht sagen, spiel mal die und die Eröffnung.
Dann natürlich irgendwie ein bisschen merkwürdig, als wenn mir einer sagen würde, jetzt spiel mal hier A6, B5. Ich will mal gucken, wie ich dagegen spiele. Beim Schachcomputer, da gibt es einfach die Züge ein. Das ist so ein weniges Trainingsobjekt. Dann geht das alles. Wenn der Preuße spielen will, ich habe da keinen Bock drauf, dann drücke ich die Taste hier, dann spielt er Italienisch. Wenn du gegen den Gegner spielst und der spielt auf E4, C5, dann kannst du wohl kaum den Zug drücken und sagen, jetzt spielst du aber Makaro Kann. Und man kann natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit, kann man natürlich, das ist immer zur Stelle, so ein Schachcomputer. Und dadurch, dass es ja, wie gesagt, auf H5 schlägt. Okay. Dadurch, dass es ja, wie gesagt, wahrscheinlich wird das matt, wenn er den nimmt. Das ist der Bauer, deckt da die beiden Felder ab, da kommt Schach, Schach, matt. Deswegen hängt, komisch, dass der MM5 das übersehen hat, dass der Bauer einsteht. Oder es war nicht zu verhindern. Ja, und das war quasi, diese Schachcomputer, die waren quasi das, was heutzutage Online-Schach ist. So ein paar Partien online auf Leashes oder so blitzen. Das war damals der Schachcomputer. Da hast du den Schachcomputer rausgepackt und hast ein paar Partien dagegen geblitzt. Der Vorteil war damals, man hat dadurch, dass die ja schon relativ stark geblitzt haben, dementsprechend natürlich so einzügige Sachen nicht übersehen haben oder zweizügige Sachen, ist man ja selber auch taktisch besser geworden. Weil irgendwann hatte man die Schnauze voll davon, dass man die ganzen Puppen einstellt. Und ist dann natürlich auch hier selber auch taktisch besser geworden. Aber eine fiese Falle hier. Wenn er schlägt, Schach, Schach, Matt. Aber das übersieht ein Schachcomputer ja nicht. Was? Ach, ich habe schon wieder was übersehen. Ich merke schon wieder, ich bin aus dem Quatschmodus, komme ich ja nicht raus. So, das meinte ich damit gerade. Deswegen führe ich normalerweise die Züge immer erst am Mephisto aus. Weil hier sehe ich dann, wenn er dann hier irgendwie was verkehrt läuft, der ging es ja noch. Jetzt sind wir im Endspiel. Und das ist nicht die höchste Güte des Mephisto. Könnte jetzt auch Remis werden. Turm G1 Schach und dann König D2, Turm G2 Schach. Oder auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, hier würde ich nicht mal die Hand ins Feuer legen für Mephisto, dass er das jetzt gewinnt. Das kann er ebenso gut verlieren. Wenn jetzt, keine Ahnung, hier irgendwie passiert es so, dass er durch den Freibauern irgendwie, dass er rüberkommt, sich die Bauern abmäht, gibt er den Turm gegen den Bauern und spielt mit drei Bauern gegen Turm. Da hier unten noch Turmendspielbücher. Da sind sogar so Endspiele mit drei Bauer, König, Turm, König und so eine Sachen. Check. Was ich schade finde, ist, dass diese alten Schachcomputer kein Remis anbieten können. Das finde ich ein bisschen schade. Ich wüsste nicht, dass ein Schachprogramm von sich aus, also ein Schachcomputer von sich aus Remis anbietet. Dass er eine Partie gegen den blitzt und dann steht er irgendwann piep, piep, piep und dann steht die Remis-Fragezeichen. Und dann, wenn du Enter drückst, macht er Remis und wenn du Clear drückst, ist das wieder weg und die Partie geht weiter. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob es Schachcomputer gibt, die von sich aus Remis anbieten in Remis-Stellungen. Was ich zum Beispiel ganz affig finde, ist Turm, König, Turm, König. Und dann spielen die weiter ohne Ende, als wäre es doch irgendwie zu gewinnen. Zumindest ist es ja so, dass man, wenn es dazu kommt, dass König, Springer meinetwegen gegen König, dass das dann Remis reklamiert wird. Was will er denn machen hier? Turm G. Das ist doch Quatsch, Turm G5. Der Turm stellt sich doch schon, dann doch schon wieder vor dem Bauern. Turm G5. Ich hätte ja verstanden, Turm F5 und dann G5, den Bauern zu pushen. Aber was will er denn machen hier? Wie will er den Bauern denn pushen? Oder Turm auf die zweite Reihe und dann mit dem Bauern hier König H6, König H5, G5. Aber das ist ja nicht so.
dass der MM5 jetzt der große Held der Endspiele wäre. Da kann ja auch sein, dass hier das jetzt den Turm G1 Schach. Okay, 0,00. Wieso nicht Turm B5 und dann ja mit dem Bauern marschieren? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht so Remis ist, wie der Mephisto das hier glaubt. Turm B5, den Bauern decken, dann König F6 und dann G5 und dann den Bauern pushen. Ich habe in irgendeiner CSS auch gelesen, da haben die, sind die so Endspielstellungen, sind die mit Schachcomputern durchgegangen. Und ich meine, der MM5, da war irgend so eine Stellung, da hat er geschrieben, so auf gut Deutsch, das wundert ihn, dass er gerade diese Stellung gefunden hätte, der MM5, wo er in allen anderen Endspielen doch so eine Niete ist. Weil alle anderen Endspiele, die da durchgenommen haben, auch mit den anderen Geräten, die das wohl gelöst haben, das hat der MM5 nicht geschafft. Das, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja, die Größe des Programms war ja quasi daran gebunden an die Größe des MM4-Programms. Das heißt, das war eine Aufrüstung von MM5 auf MM4. Und irgendwie konnte man dieses EEPROM wohl nicht in ein größeres EEPROM reinsetzen, mit mehr Speicher, dass man das Programm dann erweitern konnte. Meine ich zumindest. Oder wäre das doch gegangen, dass die jetzt den gleichen Chip reingesetzt hätten, aber mit mehr Speicher. Oder die hatten einfach, das könnte man ja auch annehmen, so als Verschwörungstheorie der Schachcomputerfreunde sozusagen. Dass einfach vom MM4 noch EEPROMs da waren, unbeschriebene, dass sie die einfach genommen haben, um die noch zu verwerten, also eine Art Wiederverwertung, und deswegen das MM5-Programm da drauf gemacht haben, um, ja, gut Deutsch gesagt, um die nicht wegschmeißen zu müssen. Es soll ja nichts verkommen. Wie die Nudeln vom Vortag, die man nicht wegwerfen will. Abgesehen davon, ich weiß jetzt gar nicht mal, warum das genau war, aber Spaghetti vom Vortag, wenn du die aufhebst auf den nächsten Tag, haben, so merkwürdig sich das anhört, weniger Kalorien. Als wenn du Spaghetti kochst und sofort isst. Wenn du die dann abkühlen lässt, aufhebst im Kühlschrank, mit einer verschlossenen Dose oder so, dann haben die weniger Kalorien. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Was da Lipo sich aber nicht merken konnte, ist, warum das so war. Wen interessiert schon das Warum, wenn man dann sich Nudeln diättechnisch ernähren kann? Wie man jetzt lesen kann im Moment, die Leute würden Nudeln horten. Das habe ich schon immer gemacht. Da brauche ich diese Umstände nicht für. C1, D2. Ich habe die Nudeln im Schrank, als wäre es ein Drei-Personen-Haushalt. Obwohl, manchmal mache ich diese Barilla-Nudeln, wenn die im Angebot sind. Da habe ich mir letztens zwei Pakete Spaghetti geholt. Das gibt auch diese verschiedenen Größen, diese verschiedenen Nummern. Das gibt eine Nummer von Spaghetti von Barilla. Ich glaube, Nummer 1 heißen die, glaube ich. Das ist der Größe, glaube ich, geordnet. Also 3 sind größere Spaghetti als 1. Die dauern nur 3 Minuten. Die machst du in kochendes Wasser rein und 3 Minuten später hast du die Spaghetti fertig. Für ganz eilige. Also sind eigentlich ganz dünn, die Spaghetti nur. Ich weiß gar nicht, warum ich mir diese Muschelnudeln geholt habe. Das sind so Nudeln, so in Muschelform, die kann man, werden, also wo ich in Gambrodur war, da wurden die gekocht und dann wurden die gefüllt. Und dann meine ich nochmal im Backofen. Ich muss ja demnächst wieder Parmesankäse kaufen. Mein Parmesankäse geht alle. Drama, Drama. Was sind Ihre Grundnahrungsmittel? Nudeln, Parmesankäse. Ich bin gespannt, ob das Paket heute ankommt. Das sollte eigentlich, normalerweise wäre es Samstag gekommen, aber dadurch, dass ja so viele Leute wohl die Sachen online bestellen. Das wird auch praktischer Nutzen sein. Jetzt, wo Großbritannien wieder aus der EU draußen ist. Ja, oder auch nicht.
Ich hatte nämlich damals, das ist auch schon Ewigkeiten her, Staffelboxen hatte ich mir geholt. Und zwar, aus Großbritannien, die Tonspuren waren ja immer die gleichen. Das heißt, bist einfach auf eine deutsche Tonspur gegangen und dann hast du auch die deutsche Version gehabt. Nur die waren günstiger. Diese Star Trek-Staffeln habe ich so geholt. Das war, hier kostete, hier wurden die geteilt, die Staffeln. Da wurden quasi, musstest du zweimal eine halbe Staffel kaufen und hattest eine. Das war so 25 € für eine halbe Staffel. Und dadurch, dass du zwei kaufen musstest, war eine Staffel trotzdem 50 € und aus Großbritannien habe ich mir die bestellt. Da war 16 € eine Staffel, aber eine komplette Staffel, nicht eine halbe. Deswegen habe ich mir die aus Großbritannien bestellt. Dann gehst du einfach auf die deutsche Tonspur. Dann hat sich das erledigt. Oder wo es, was damals auch mal war, ich weiß gar nicht, ob es das wieder gibt oder gab. Vermutlich. Bei Buffy. Da habe ich mir hier Buffy the Vampire Slayer, die Staffelboxen. Da konnte man sich, wenn man drei gekauft hat, dann hat man zwei bezahlt. So habe ich mir die komplettiert, die Serie. Das war dann quasi auch 20 € pro Staffel. Ja, also Buffy habe ich gerne geguckt. Ich stehe auf die starken Frauen. Deswegen auch Elias, die Agentin und Supergirl. Lippo steht auf starke Frauen. A4, B4. Das wird jetzt natürlich interessant, welche Bauern jetzt schneller sind. Wenn jetzt quasi erst schafft, beide Bauern ins Marschieren zu marschieren zu bringen, meinetwegen König hier hinten dran, meinetwegen König Turm A5, A4, dann König D2, dort und dort. Dann keine Ahnung, wie den Turm rüber, den Turm geben gegen den Bauern und dann mit beiden Bauern marschieren. 2, 4, 6, 7. Da sieht man, wie weit die PCs heute sind. Ich wette, dass das Endspieldatenbank wäre, was hier ist. Die würden gar nicht mehr rechnen. Der würde schon, ich könnte, es würde mich nicht überraschen, wenn Weiß hier schreiben würde, Matt in 67 Zügen. Oder Matt in 38 Zügen. Weil es jetzt total gewonnen ist. Das hatten die ja alles damals nicht. Die konnten nur Schach spielen. Wo das wieder das Interessante wäre. Das ist für mich uninteressant gegen Gerät zu spielen, gegen das ich quasi schon als Verlierer in die Partie reingehe. Weil ganz im Ernst, gegen Fritz 14, meinetwegen, da hast du keine Chance gegen. Wenn du den normal spielen lässt, oder meinetwegen Stockfisch, wenn du den ganz normal spielen lässt auf einem nicht ganz so lahmarschigen PC, dann hast du doch keine Chance. Vor allem eine Blitzpartie, da kannst du gleich aufgeben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass, ich meine, der Porto-Russ 68.030 war das, wenn ich mich nicht alles täuscht. Wenn du bedenkst, dass der schon damals, oder war das Fritz? Ne, Fritz war das, Fritz 3. Dass Fritz 3 damals schon ein Blitzturnier den erst geteilten ersten belegt hat mit Kasparow zusammen gegen die ganzen Supergroßmeister. Aber die haben den auch speziell darauf eingestellt. Die haben die Eröffnungsbibliothek speziell auf das Turnier eingestellt. Und dann haben die als Auflage gemacht an diesen Programmierer, das Programm soll geschlossene Stellung vermeiden, unter Umständen sogar Materialnachteil in Kauf nehmen, Verwicklung herbeiführen. Turm E5. Und vielleicht mit der Idee G3 Schach, König G1, Turmschach. Was sagt er denn? Lippo, Matt in 16. Nein, doch nicht. G3 Schach und Resign. Verdammt. Schwerer Ausnahmefehler. Wäre bei Windows, würde das dann ja stehen. Schwere Ausnahme. Das ist natürlich kein Fehler oder so. Ein schwerer und Ausnahmefehler. Ich kenne eigentlich eher den Spruch, Ausnahme bestätigen die Regel. Was möchte der Mischel zu denn ziehen hier? H3, H4. Minus 0,58. Also ich würde sagen, gegen den
Gegen ein Richard Lake-Programm würde ich sagen, dass die Chancen sehr gut stehen zu verlieren. Also für MM5. Aber habe ich immer gedacht, er hätte so viel Ahnung von Endspielen. Aber wenn du dann die Partien siehst, dann, ja gut, gegen Fritzing sieht er natürlich sowieso alt aus. Dann fragt man sich nämlich, wo denn die fantastischen Endspielkenntnisse gewesen sein sollen da. Wenn ich allerdings auch wieder den Fidelity ab und zu spielen sehe, diese Fidelity-Geräte, dann ist es für mich nicht mal ganz so rätselhaft, warum Mephisto Serienweltmeister war. Der spielt ja auch manchmal ganz fürchterlich. König H2. Turm B2. E5 A5 minus 0,15. Die legendären Endspielkenntnisse des MM5. Turm C2. Gehe ich jetzt nicht G3 Schach? G3 Schach. Und dann König F3. G2, Turm G2, Turmschach. Overstep, ist doch egal. Das sehen wir doch alles nicht so eng. Ist doch egal. Overstep oder nicht Overstep, ist mir egal. Wir haben da 0,00 immer. Ich biete nochmal, Remi. Das Problem ist ja auch bei diesen Schachcomputern, die sehen zeitweise auch langzügige Mats gar nicht. Ich habe meine Stellung gehabt, die habe ich gegen den MM5 in der Blitzpartie Remis gemacht und habe dann spaßhalber habe ich dann den Genius Pro rangelassen an die Stellung, wo ich dachte, das war so die kritische Stellung gewesen. Und der Genius Pro hat da Matt in 7 angesagt. Da war da nichts mit Remis. So viel zu hier 0,00. Das ist natürlich immer nur die subjektive Meinung des Gerätes. Turm C5. Dies ist der erste Schritt zur Niederlage. Turm G3, dann na G2 geht ja nicht. Dann muss der König weg. König G2. Ah, da müsste aber irgendwann der. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das sich dreht jetzt hier, dass das hier sich langsam Richtung Verlust verschiebt. Andererseits, was denn überhaupt irgendwie zu gewinnen? Wenn der Turm zieht, dann zieht der Bauer einen vor, obwohl es würde theoretisch auch gehen. Turm A5. Wenn Weiß dann irgendwie die dritte Pulle Bier aufmacht und C5 zieht, Turm A2 schlägt. Das droht dann schon das Matt. Turm E5 droht schon einzügig Matt. König F1. Also ich gehe mal davon aus, dass hier nicht überraschende Mattankündigungen kommen. Also das sagt sie auch schon, plus H3, H2. Wertung 1,62. Also der Mephisto freut sich und denkt, er gewinnt jetzt hier. Ich habe aber nicht schon so derart merkwürdige Bewertungen gesehen. Ah, es gibt da, ist ja, Novak ist jetzt gnädig und sagt, okay, dann mach doch 9 Stunden, ist mir doch egal. Wenn du sowieso nicht auf Zeit verlieren kannst, dann hier 9 Stunden 58 hast du noch, aber dann hast du wirklich auf Zeit verloren. Wenn diese 9 Stunden 58 um sind, dann muss der Novak darauf bestehen, dass das auf Zeit gewonnen ist. Wahrscheinlich wie Schwarz ist am Brett eingeschlafen. König A1 oder was? Das ist damals in Ickern tatsächlich mal passiert. Da ist jemand Freund des Bieres gewesen und ist beim Mannschaftskampf am Brett eingeschlafen oder beim Vereinsturnier. Irgendwie sowas in der Art. Turm C1. Info. 2,76. G3, G2. König F2, König H2.
Das wundert mich, dass der Mephisto das gewinnt. Der Mephisto hat tatsächlich einen Gegner gefunden, der A, entweder Endspiele schlechter spielt, oder B, der Mephisto hat das Endspiel besser gespielt. Hört sich gleich an, aber kann natürlich sein, dass Not gegen Elend spielt. Dieses besser heißt ja nicht, dass er es gut spielt, sondern einfach nur halt besser. Oder dass tatsächlich gewonnen war für Schwarz. Ich gebe Ihnen Schach. Ach, ich biete da nochmal, Remy. Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Mannschaftskampf gegen, ich weiß gar nicht mal, gegen welche Mannschaft. Meine letzte Saison damals, bevor ich dann keine Zeit mehr hatte, gegen so einen Gegner. Und irgendwann sagt er zu mir in einer kaputten Stellung, ich biete nochmal Remy. Aber in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldet. Ich biete nochmal Remy und das haben sie jetzt gefälligst anzunehmen. König H2. A4. Sehen Sie meine gefährlichen Freibauern. Geben Sie jetzt endlich auf. Das kann natürlich sein, dass jetzt tatsächlich das zustande kommt, obwohl ich, ja. Wenn der Turm sich jetzt geben muss gegen den Bauern und dann marschiert der König aber rüber und der König wäre aber auch zu weit weg. Turm A5, das befürchtet der Mephisto wahrscheinlich auch. Ja, C5 schlägt, C6, meinetwegen Turm C7, C7 schlägt, schlägt, dann mit Schachumwandlung. Dann Dame gegen Turm und da das hier keine Endspieldatenbank ist, C1, A1. Ha. Ja, das ist wirklich die Frage. Wenn das der Turm mit Schach geben würde, König E3, dann G1 Dame, Turm König G1, dann König D4. Dann Turm A5, C5 Turm schlägt, König D5. Ob das da nicht trotzdem Remis wäre? Das wäre, er will zwar anzeigen hier, ein Plus von 4, von 3 oder was wegen Turm, aber da müsste ich ja eh gegen den Bauern geben, aber ich tendiere also eher zum Remis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt die wahnwitzigen, oh, Turm A4 schlägt. Das sieht der Lippo gerne. Sieht das immer gerne, wenn andere ihre Figuren opfern. So, schon mal die Dame hinstellen. Wie manche das immer demonstrativ machen, wenn die Mann nicht stehen besser, holen sie schon mal eine Dame. So nach dem Motto, möchten sie jetzt sofort aufgeben oder später. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, das für Weiß oder eine Idee, wie man es machen könnte, das Remis zu halten, wäre jetzt hier den Turm nach D5 stellen, den König rüber. Das heißt, der Turm macht ja dann so eine Sperre, dass der König nicht rüberkommt und dann einfach hier so sich am besten nicht austempieren lassen. Aber leider ist Weiß, Schwarz Feuer dran, Dame D4. Ist das holländisch, Overstep? Oder ist das auch englisch? Hört sich so holländisch an. Aber ich glaube, das ist englisch. 4,49 plus, ja, wahrscheinlich wegen der Dame. Turmbau ist Pi mal Daumen 5, obwohl dann wäre es ja nur plus 3. Oder ist eine Dame 12 oder was ja noch mehr. Ja, Lippo ist das Mathematikgenie. Mal die Hände eincremen hier. Sebamed schützt seine Handcreme. Die können mir ja gerne hier 10.000 Euro überweisen, dann mache ich hier, bin ich Influencer. Leider kriege ich da nichts für. König G2. Also das wäre natürlich klar der Unterschied hier zwischen heutigen Programmen. Die würden jetzt ansagen, Matt in 16. Vielleicht sogar ohne Endspieldatenbank. Notfalls würden die das mit den Hashtables machen. Oh oh, jetzt fällt der Bauer mit Schach. Dann muss der Turm dazwischen, weil er sonst fällt. Dann kommt irgendwas, was der Lippo aber nicht sieht. Dame C4.
Ja, jetzt wäre die Frage, schafft er das zu gewinnen mit der Dame? Das gab ja mal diese, was heißt, gibt es immer noch, wo das anfing, ganz am Anfang mit den Endspieldatenbanken. Ich glaube, die erste Endspieldatenbank, wenn mich da nicht alles täuscht, war das, was wir hier sehen. Turmkönig gegen Damekönig. Ich glaube, das war die allererste Endspieldatenbank, weil das ist nämlich, da haben die Schachgroßmeister und sollten dann versuchen, mit der Dame gegen den Turm zu gewinnen. Und die wenigsten haben das überhaupt geschafft. Beziehungsweise andersrum, überhaupt mal mit dem Turm nicht zu verlieren. Dame F2 Schach. Also, es würde mich überraschen, wenn jetzt irgendwelche Mattankündigungen kämen hier. Das könnte auch sein, dass das nur, ja, sinnloses, das mal ganz böse zu formulieren, Gehampel wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich quasi hier wie eine Endspieldatenbank quasi. Also das irgendwie könnte ich mir vorstellen. Oder dringt ihn immer weiter an den Rand ab. Turm B3. König, Turm, egal. Alles nur Namen. Namen sind Schall und Rauch. Wo bleiben? Dame G2. König C4. König E4. Es würde mich zwar überraschen, wenn er gewinnen würde, aber ja, so schlecht spielt er vielleicht auch keine Endspiele. Und sagen wir es mal so, ich bin aber von seiner Endspielgüte. Ja, die hat mal ein Endspiel gehabt. Da waren hier im Bauer irgendwie auf, irgendwie, keine Ahnung, A5, B4 oder so. Und dann, auf jeden Fall war es hier irgendwie zwei Bauern und ein Bauer. Oder ein Bauer Turm König gegen zwei Bauern Turm König. Also gegen den Polgar. Der hatte zwei Bauern, der Polgar. Der hätte eigentlich auch noch machen müssen. Der hätte den Turm irgendwie so rüberziehen müssen. Der hätte den König einfach nur mit dem Turm abdrängen müssen. Das war sogar mal möglich, dass der Turm hier auf der D-Linie stand. Der König war auf dieser Seite, konnte nicht mehr rüber. Und wenn er jetzt den Brückenbau versucht hätte, wären die beiden Bauern gefallen. Das hat er dann immer noch geschafft zu verlieren. Er hat also das gar nicht, hat das wieder aufgelöst irgendwie. Und dann hat er M5 das irgendwie noch geschafft, das Endspiel tatsächlich noch gegen den Polgar zu verlieren. Und das war für mich der Punkt, wo ich mir gesagt habe, dass das mit den Endspielen wohl doch nicht so weit weg wäre. Das war auch eine Turnierpartie. Also da war ich gänzlich davon überzeugt, dass der MM5 endspieltechnisch wohl doch nicht so dolle wäre. Ich meine, ich habe die beschleunigt spielen lassen. Emulator gegen Emulator. Da kann ich das nämlich so beschleunigen, dass ich quasi eine Stundenpartie, die gegeneinander spielen lasse, oder eine 30-Minuten-Partie. Und dadurch, dass sie 10-mal schneller spielen, spielen die quasi wie so ein Normalgerät auf Turnierstufe. Und dementsprechend bin ich überhaupt nicht davon überzeugt, dass der Mephisto das schafft zu gewinnen. Wohin? Turm A4. Dame E2, ich brauche gar nicht mal, guck mal, Info. Irgendwelche fantastischen Mattankündigungen werde ich das sowieso nicht lesen. Das ist immer nur für das Schach. Das ist eher wahrscheinlich, dass das Remis wird. Ich traue es dem nicht zu, das zu gewinnen. Schach again. Dame E8. Vielleicht ist da Superfort jetzt eingeschlafen und stellt den Turm ein. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass er das schafft, das zu gewinnen.
Ach, damit fehlst du ja nur noch 34 Sekunden. Na, das gewinnt er nicht. Ich werde aber nicht auf Zeit reklamieren, sondern da werde ich Remis machen. Er hat noch 4 Minuten 40 und er hat hier noch 30 Sekunden. Na, im Notfall spielt er, also ich mache es dann Remis. Im Notfall spielt man einfach Dame schlägt B4 und dann ist das Remis und fertig. Selbst wenn er auf Zeit verlieren sollte, mache ich trotzdem Remis die Partie. Das wäre ungefähr das gleiche, als wenn der Computer mit Turm gegen Turm verliert. Deswegen zieht er auch immer so schnell, weil er nur 30 Sekunden hat. Während Lippo dem Lappen im Mund hat und rumnuschelt. König E5, meine Güte, wird immer besser. Also das ist Remis. Man kann natürlich nicht erwarten, dass er das Spiel wie in der Endspieldatenbank. Ich hatte mit nichts anderem gerechnet, es hätte mich wirklich, wirklich sehr gewundert, wenn er das gewonnen hätte. Mit Dame gegen Turm. Okay. Das ist der erste Zug, der in den Sinn kommt, der wird gezogen. Ein fantastisches Dame E2 Schach. Wenn er wenigstens Dame hier Schach gegeben oder würde, bringt ja auch nichts. Ja, es bringt ja nichts. Am Rand war er ja schon ein paar Mal der König. Das ist ja nichts Neues an der Stellung, dass er jetzt zum Rand hinkommt. Das war ja schon tausendmal der Fall. Er macht keine Fortschritte. Keine nennenswerten. Ich könnte mir vorstellen, Schwarz muss Weiß irgendwie in Zugzwang bringen. Dadurch, dass die Dame beweglicher als der Turm ist, muss er den irgendwie so in Zugzwang bringen, dass der Turm quasi ziehen muss, weil sonst ein Matt drin wäre. Dann muss der Turm irgendwie ziehen, auf dem Feld, wo er dann einstehen würde. Irgendwie in die Ecke drängen vielleicht, mit Zugzwang. Wenn das jetzt eine Datenbank wäre, dann würde ich, wenn da eine Endspieldatenbank drin hätte, würde ich sagen, okay, dann ist das vielleicht gewonnen. Ich frage mich, ob der... Obwohl, kann auch nicht sein. Rein theoretisch... Müsste der das eigentlich drin haben? Aber ich glaube nicht, weil der Renaissance hat, da kann man den Endspielchip für holen, dann hat der Bauer, König, aber nur bei blockierten Bauern. Und rein theoretisch, wenn man das ja super genau sehen würde, da könnte man ja sagen, ja gut, da kann der eine kann sich eine Dame holen und der andere holt sich einen Turm. Dann müsste das ja theoretisch in dieser Datenbank auch noch drin sein. Da müsste also theoretisch auch die Endspieldatenbank Turm, König, Dame, König drin sein. Also wenn jetzt wirklich alles drin wäre, da müssten ja rein theoretisch auch alle Umwandlungszüge drin sein. Ist natürlich klar, dass natürlich hier König Springer gegen König Läufer, dass das natürlich irgendwie nicht so... Obwohl rein theoretisch
mit Bauer König, Endspieldatenbank müssten, wenn alles drin wäre, da müssten theoretisch auch die umgewandelten Figuren drin sein. Wenn er dann hier, natürlich wäre es natürlich nicht drin. Wahrscheinlich ist er. Das geht dann bis zur Umwandlung und dann ist Endspieldatenbank Ende. Ja, vor allem, was natürlich auch dagegen spricht, wenn er jetzt noch 10 Stunden hätte für die Partie, dann würde ich vielleicht sagen, ja, vielleicht. Aber mit den Sekunden, der muss ja immer sofort ziehen. Oh, jetzt wird schon einzügig matt. Aber wenn er den Turm... Resign! Er gewinnt das noch! Wow! Mit Glück auf unserer Seite, Jesus in einem Boot. Doch Anna ging leider baden und wir warfen ihn noch rechtzeitig über Bord. Mit Gott auf unserer Seite, Jesus in einem Boot. Sah unfassbar. Er sagt da noch kein Matt an, wahrscheinlich weil er einfach zu wenig Zeit hat dafür. What? Hat er nur noch so wenig Zeit, dass er gar nicht mehr rechnen kann? What the heck? Dann nur noch so wenig Zeit. Come on, was geht denn hier ab? What? Was geschieht denn hier? Der schafft das nicht, wie Dame König zu gewinnen? Zeit verloren. Fuck! Ihr seht's ja hier. Damit bist du halt auf Zeit verloren. Jetzt seid ihr zwar mal den 3 an, aber... Ja, was soll ich jetzt machen? Deswegen hat er es auch nicht geschafft, das zu gewinnen. Es war nicht die Zeit, es hat zu viel Zeit gekostet. Also Remis. Weil der König kann er nicht, der König kann er nicht matt setzen. Dramatische Szenen spielen sich ab, Lippo den Tränen mehr. Mephisto schafft es nicht mit der Dame gegen König zu gewinnen, weil einfach die Rechentiefe gleich null ist. Er macht irgendwas. Natürlich wäre es matt geworden, ganz klar. Er muss das ja gewinnen. Und hier steht Time. Dementsprechend hat er Zeit verloren, also ist es Remis. Ich muss das knallhart nehmen. Das ist ein knallharter, gnadenloser Wettkampf hier. Remy bewerte ich das hier mit und bedanke mich mal fürs Anschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.